Vincent van Gogh war ein geradezu obsessiver Künstler. Er war ebenso ein Träumer, der allerdings oft eher von Albträumen heimgesucht wurde. In 10 Jahren schuf der Maler rund 800 Bilder, die unverwechselbar und für die meisten heute unbezahlbar sind. Oft wurde Van Gogh analysiert, diese tragische Figur, und noch immer erscheint vieles an ihm rätselhaft. Nun nähert sich ein Animationsfilm dem Künstler, der selbst als Van Goghscher Bilderrausch daherkommt. Allerdings nicht einfach mit einer Effektsoftware am Computer hergestellt, wie meine Moderation gerade. Das geht relativ einfach, aber würde nicht für einen Kinofilm reichen. Deshalb haben die Filmemacher aufwendig in Öl gemalt, mit Menschenhand. Olaf Bock. Doch vorerst gehe ich jetzt mal ins Bett, denn es ist spät. Ich wünsche dir eine gute Nacht und viel Glück. Mit einem Händedruck, dein dich liebender Vincent. Die Lebensgeschichte von Vincent van Gogh erzählt in seinen eigenen Bildern. Die polnisch-englische Koproduktion ist einmalig. Ein Kinofilm aus Ölgemälden mit echten Schauspielern, eine Herausforderung. Dadurch, dass wir meistens in so einer Blue Box gearbeitet haben, war es für mich wichtig zu wissen, wie der Raum um mich herum im Gemälde aussieht und wie ich mich darin bewegen kann. Das Leben Vincent van Goghs als Kriminalgeschichte, die seinen mysteriösen Tod zu ergründen versucht, mit seinen berühmtesten Werken seinen Charakter beschreiben. Er war sehr einsam als Mensch und als Künstler, und das, obwohl er ja einen sehr guten Freund hatte, seinen jüngeren Bruder, der ihn sehr gut verstand. Aber er war einsam, und das machte ihn unglücklich, und er fühlte sich unterschätzt. Nachgestelltes Leben, um in die Gefühlswelt des Malers einzutauchen, und das Ganze mit ausgereifter Computer- und Kameratechnik. Ob sich der echte Vincent hier wohlgefühlt hätte? 4 Jahre lang arbeiteten sie an diesem Film, eine Komposition aus mehr als 60.000 Ölgemälden. Für eine Sekunde Film braucht man 12 eigene Gemälde. Und in solchen Kabinen sind sie entstanden. Mehr als 100 Maler aus der ganzen Welt arbeiteten daran. Jede gefilmte Szene malen sie mit Ölfarbe nach. Hier male ich gerade die Szene mit dem gefilmten Gendarmenschauspieler. Das geht so, dass ich mit Hilfe des Filmprojektors den Umriss der Szene auf mein Ölbild projiziere und das dann mit dem bewegten Bild vergleiche. Und dann habe ich eine Art Bild-für-Bild-Anzeige, mit der ich meine Handbewegungen verfolgen kann. Monatelange Arbeit an zigtausend Ölgemälden, das kann auch schon mal aufs Gemüt schlagen. Man musste bei den statischen Szenen ja praktisch immer wieder das Gleiche malen. Da brauchte ich schon manchmal einen längeren Spaziergang, um Luft zu schnappen oder einfach mal laut zu schreien, um die Emotionen rauszulassen. Einige dieser Ölgemälde können übrigens noch ersteigert werden, aber das Gesamtkunstwerk gibt es nur im Kino zu bestaunen.